Guten Morgen. Heute ist Freitag, Ende Juli. Herrlich. In weiten Teilen des Landes sind Sommerferien. Cool, oder? Ich hoffe, dir steht ein schönes, sonniges Wochenende bevor. Oder sogar Urlaub. Das wünsche ich dir. An so einem Tag wie heute sollte das Leben leicht sein. Leicht und unbeschwert. Das wäre schön. Vielleicht kriegst du das ja heute hin, den Tag und den Abend zu genießen und dich auf das Wochenende zu freuen. Dir was Schönes vorzunehmen und das Leben zu genießen. Stell dir vor, jeden Morgen, wenn du aufwachst, liegt auf deinem Nachttisch eine Streichholzschachtel mit der Aufschrift Energie. In der Schachtel sind 10 unbenutzte Streichhölzer, ungefähr. An manchen Tagen sind es auch 11 oder sogar 12, wenn du richtig gut geschlafen hast. Und hin und wieder sind es auch nur 7 oder 8, wenn du am Vorabend versackt bist und viel zu spät ins Bett gegangen bist. Und meistens sind da 10 Streichhölzer in der Schachtel mit der Aufschrift Energie. Du stehst auf, steckst die Schachtel in die Hosentasche, du frühstückst mit der Familie und machst dich auf zur Arbeit. Halt, zurück. Stell dir vor, schon beim Frühstück gibt es Zoff mit den Kids. Sie wollen nicht aufstehen, trödeln im Bad herum. Deinem Sohn fällt ein, dass er noch Hausaufgaben vergessen hat, die ganz schnell noch beim Frühstück erledigt werden müssen. Es gibt Streit darum, wer wen wann am Nachmittag abholt und zum Training bringt. Was? Keine Eier im Kühlschrank? Jetzt fängt deine Tochter an zu diskutieren, dass sie nicht mit will in den Urlaub und lieber allein daheim bleiben will. Mit 14? Nee, oder? Okay, du nimmst deine Streichholzschachtel mit der Aufschrift Energie aus der Tasche, nimmst eines der Streichhölzer heraus und brennst es ab. Nimmst dir die Energie und regelst das. Okay, dann fährst du zur Arbeit, bist schon spät dran. Drehst das Radio auf und hörst gerade noch die Verkehrsdurchsage. Stau auf deiner Strecke. Unfall? Straße gesperrt? Ausgerechnet auf deiner Strecke? Wann ist der Termin mit dem Kunden? Gleich um 9? Das wird nix. Und das ist wichtig. Dir bleibt nichts anderes übrig, als deine Streichholzschachtel aus der Tasche zu kramen und ein weiteres von deinen 10 Streichhölzern mit extra Energie abzubrennen. Dann rufst du einen Kollegen an, der dann bitte einen anderen Kollegen anrufen möge, dessen Nummer du nicht hast, der dann dafür sorgt, dass der Kunde noch beschäftigt wird, bis du dann vielleicht um 9.30 Uhr endlich da bist, um dich um ihn zu kümmern. Puh, erledigt. Passiert halt immer wieder, auf deiner Fahrtstrecke kommt es immer mal wieder zu längeren Staus. Dann triffst du um 9.30 Uhr den Kunden. Und anstatt über das neue Projekt zu sprechen, eröffnet er dir, dass wegen Corona das aktuelle Projekt auf seiner Seite von höchster Stelle gestoppt wurde. Es tut ihm sehr leid, aber es geht nicht mehr weiter. Zumindest nicht mehr in diesem Jahr. Vielleicht in 2021, wenn überhaupt. Ach du meine Güte. Was hängt bei dir alles an diesem Projekt? Das ganze Team, die Produktion. Das kannst du jetzt gar nicht gebrauchen. Was jetzt? Erstmal ein Streichholz mit Energie. Okay. Also, rein zum Chef, ihm die schlechte Nachricht überbringen und ein Meeting für den Nachmittag ansetzen. Es ist jetzt 10 Uhr am Vormittag. Du schaust in deine Schachtel mit der Aufschrift Energie. 3 Streichhölzer hast du schon verbraucht. Du zählst nach. Da sind noch 6. Dann waren es heute wohl nur 9 insgesamt. Ja, stimmt, du hast nicht gut geschlafen. Weil gestern auch so ein Tag war, wo nach Feierabend keine Energie mehr übrig war für einen Spaziergang, eine kleine Entspannungsübung oder gar für Sport. Stattdessen hast du dich vor den Fernseher gesetzt, eine Flasche Bier aufgemacht und 1-2 Stückchen Schokolade gegessen. Okay, 1-2 Riegel. Du warst halt echt alle gestern. Und jetzt ist es 10 Uhr und du hast noch 6 Streichhölzer in deiner Energieschachtel. Wie weit kommst du damit noch heute? Dein E-Mail-Postfach ist voll bis oben hin. Und trotzdem nimmst du dir 5 Minuten Zeit und gehst kurz runter in den Hof zu der Bank. Du setzt dich hin, atmest kurz durch und beobachtest den Himmel. Schön heute. Die Gedanken an das Meeting am Nachmittag schiebst du beiseite. Du schaust dir einfach den Himmel an und atmest tief ein und aus. Du hast schon etwas Übung, weil du das in letzter Zeit schon öfter gemacht hast, wenn es mal richtig dicke kam. Ein paar Minuten einfach durchatmen. Das tut gut. Okay, alles klar. Du kriegst das hin. Das ist nicht das erste Mal, dass ein Projekt gestoppt wird. Vielleicht ja auch nur verschoben. Dann können die Leute jetzt endlich Urlaub machen. Das war sowieso fällig. Jetzt fühlst du dich wieder besser. Du siehst zu, dass du ins Büro kommst, willst es jetzt angehen.
Auf dem Weg rauf ins Büro schaust du nochmal in deine Streichholzschachtel. 7 Streichhölzer. 7? Waren das vorhin nicht 6? Sieh mal einer an. Heute Abend wird noch ein Streichholz mit Energie übrig sein. Für eine Runde Sport. Für einen Abend ohne Bier und Schokolade. Und früh zu Bett gehen. Und morgen sind dann vielleicht 11 oder vielleicht sogar 12 Energiestreichhölzer in deiner Schachtel. Wer doch gelacht. Wie gefällt dir diese Geschichte? Ist mir gerade eingefallen. Was ich dir damit sagen will, ist Folgendes. Deine Energie ist begrenzt. An jedem Tag steht dir nur eine begrenzte Menge an Energie zur Verfügung. Ja, du kannst bis auf das letzte Streichholz alle Energie verbrennen, jeden Tag. Und es gibt Menschen, die brennen nicht nur die Streichhölzer ab, sondern Tag für Tag auch noch ein Stückchen von der Schachtel selbst. Und das wäre keine gute Idee. Irgendwann hast du keine Schachtel mehr und dann wärst du endgültig ausgebrannt. Und das trifft auf dich ja nicht zu. Stattdessen weißt du ja, wie du dir hin und wieder neue Energie verschaffen kannst. Zum Beispiel, indem du zwischendurch einfach mal kurz runterkommst. Und dann solltest du dir gut überlegen, für was du deine Energie Tag für Tag verwendest. Wie viel Energie lässt du dir von anderen aus deiner Schachtel rauben? Und wie viele deiner Energiestreichhölzer bleiben für dich und für deine nächste beste Version? Für deine Gesundheit und deine Fitness und für deine Lebensfreude? Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, einen entspannten Abend und dann ein großartiges Sommerwochenende. Bis die Tage. Dein Ralf Bohlmann.